heute mit Heller von Sinnen, Sigurd Boning, Guido Kanz, Jochen Busse und Bernhard Hohl. Guten Abend, meine Damen und Herren, da sind wir wieder. Das Jahr 2009 fängt gut für Sie an. Hier ist genial daneben. Auch im neuen Jahr sind wir für Sie da. Mir geht's gut. Ich habe mich Silvester anständig benommen. Ich war ein bisschen in Hamburg und habe nichts getrunken. Wie war es bei euch so, Herr Hoeker? Sie sehen ein bisschen blass aus. Ja, ist ja super. Wir haben Raketen abgeschossen und einen habe ich zu lange festgehalten. Aber den Sturz aus 270 Meter Höhe habe ich problemlos überstanden. Das glaube ich, ja. Jochen hat nämlich an in Berlin gefeiert. Ja, ich habe in Berlin gefeiert, netten Leuten. Wir sind mal zum Italiener gegangen, was man ja sonst nicht macht. Und, naja, ich muss sagen, also bisher habe ich durchgehalten. Ich mache das immer vom 1. Januar bis Gründonnerstag keinen Tropfen Alkohol. Ja. Wann ist Gründonnerstag? Am 4. Januar? 17. glaube ich, habe ich jetzt. 17. April, bis dahin muss ich schaffen. Bis zum 17. April kein Alkohol. Kein Alkohol. Ich mache das seit 5-6 Jahren. Sag ich das ist so. Sehr gut. Ja, ja. Das finde ich sehr gut. Und hilft das? Ja, also ich bilde mir es ein. Gut. Hast du in deiner Jugend schon Enthaltsamkeit angespart, die du jetzt... Ja, aber da möchte ich jetzt nicht drüber reden. Guido, wie war es bei dir? Ich war in Österreich. Bitte. Also, Österreich, gestern wiedergekommen. Es war? Ich war auf der Hütten. War schön. Super, ja, Einwand. Diese Aborigines, die sind sehr nett auch. Hatten viel Freude. Nur diese kleinen, durchsichtigen Gläser sind so bitter. Ja, ja, ist das. Wir haben ja Österreicher, glaube ich, heute hier, ne? Ja, ja, aus Wien. Dieser Satz immer, ja, der tut dir nix. Wenn du 10 der tut dir nix getrunken hast, tut dir am nächsten Tag einiges weh. Und das habe ich noch nicht verstanden. Sonst war es toll. Sonst war es toll. Wie galt bei dir? Du bist ja Loipenwart. Ja, ich war jetzt über Silvester auch in Österreich, aber woanders, im Zillertal. Ja, war das schön? Veranstaltung. Ja, wir machen immer Silvester eine Party unter dem Motto Klassenfahrt. Ja. Wir haben eine Art Jugendherberge gemietet, komplett mit 60 Personen. Und schön. Ich habe jetzt auch nur hier wenig Zeit. Ich mache schnell die Sendung, muss dann wieder zurück zum Aufräumen. Also, Frau Münzen, Sie haben es wie immer ruhig verbracht. Wie immer. Mir fehlt nach dem 4. Dinner for One die Erinnerung. Ja, ja. Ne, man guckt ja immer nach NDR, BR, WDR. Überall kommt ja Dinner for natürlich, One zu verschiedenen natürlich, Zeiten. Natürlich. Und so circa nach dem 4., 5. Mal ist bei mir eigentlich die Erinnerung schon weg. Aber ich glaube, es war schön. Warum? Weil du mitspielst. Nein, aber dann können wir das neue Jahr doch jetzt richtig... Das finde ich total das Karaoke-Trinken. Man trinkt immer mit, was im Fernsehen getrunken wird. Nein, die haben das gibt wirklich. Wir haben das immer gemacht, wir nannten das aber Dallas-Trinken. Ja, gut. Es gab so schwere Phasen von J.R. und Sue Ellen. Natürlich. Und du musstest immer, wenn die ein Glas in der Hand hast, zu Hause einen auf Ex trinken. Und es gab Folgen, da sahst du nicht gut hinterher aus. Ja, das kann man übrigens bei den Wiederholungen vom Kommissar auf Dreisat auch machen. Am Sonntagabend. Immer schön mit Rotwein. Wollen wir es angehen? Ja. Gehen wir es an. Sehr schöne Fragen heute. Die erste schöne Frage kommt von Fabian Wieser. Fabian Wieser, frohes neues Jahr für Sie auch. Er wohnt in Rosenheim, es liegt in Bayern. Fabian Wieser möchte wissen, was ist eine Pinkelplatte? Ah, das ist ja ganz einfach. Ja, das ist ja ganz einfach. Also, mit Pinkel. Ich bin Oldenburger, ja. Ja, genau. Also, was ist eine Pinkelplatte? Pinkel ist eine Wurst und das wird eine Brotzeitplatte sein, die aus Pinkel besteht. Deswegen ist es eine Pinkelplatte. So schnell geht das, wenn man die falsche Antwort gibt. Ist Pinkel nicht so ein Gemüse, so ein Kraut? Nein, Dinkel. Dinkel ist ein Getränk. Dann ist das vielleicht etwas bei der Bundeswehr, eine heiße Platte, also eine Platte, die man erhitzen kann auf einem Ofen. Und die wirft man dann in den Schnee, damit die Soldaten da in das Loch pinkeln können. Hä? Weißt du, dass das im Schnee... Ich war bei der Bundeswehr, aber das habe ich jetzt... Also du warst bei der Bundeswehr. Ich war bei der Bundeswehr, ja. Hat man das mal gemacht? Also, ja, in den Schnee gepinkelt, ja. Da war auch hinter ein Loch, aber dafür braucht man keine heiße Platte, weil... Nee, da kann man auch einen Einwohner von... Der Rest ist schon warm. Kann man auch einen Einwohner von Köln reinwerfen. Man kann auch schreiben und so. Ja. Die Pinkelplatte. Ich glaube, es handelt sich um einen Überlauf eines Dachfirstes oder eines Vordaches. Ja. Ein Tropf, das herunter und die Pinkelplatte verhindert ist. Genau das, nämlich der Boden weggespült wird. Das ist eine größere Platte. Genau. Im Gesamtverbund. Es kommt ein Strahl runter. Die Pinkelplatte funktioniert diesen Strahl um in einzelne Tropfen, der eben eine solche Assoziation haben. Ich glaube, Innenstadt. Und zwar gibt es in jeder bundesdeutschen Innenstadt in der Einkaufszone ja bestimmte Ecken, wo öfters mal hingepinkelt wird. So, in Köln nicht. Ja, das ist eine große Pinkelplatte zum Beispiel. Genau. Vorm Dom. Hier ist Vorm Dom. Genau.
jetzt, wenn man jetzt neu einen Bodenbelag in einer Innenstadt als Stadtverwaltung pflastern muss, dann holt man ja verschiedene Kostenvoranschläge ein. Und dort gibt es als ganz spezielles Angebot die Pinkelplatte für die Problemecken. Das ist ein besonders harnstoffresistenter Beton. Ein harnstoffresistenter Beton. Genau, der eben nicht so schnell zerbröselt und auch nach 2 Jahrzehnten immer noch ansehnlich aussieht und riecht. Was ist denn anders an dem Beton? Der ist gelb zum Beispiel, der fällt nicht so auf. Also ich glaube, es gibt ja professionelle DJs, Leute, die Platten auflegen. Und dann gibt es natürlich die sogenannte Pinkelplatte. Da läuft dann irgendwas Dieter Bohlen oder sowas. Und das ist genau die Platte, wo Leute dann die Zeit haben, mal auf Toilette zu gehen. Wer geht auf Toilette? Die Leute, die Tänzer bei dieser Veranstaltung dabei sind. Tänzer zum Beispiel, sagt, wir legen mal die Pinkelplatte auf, dann kann man in der Zeit ruhig mal auf Toilette gehen. Und wer kann da auf Toilette gehen? Der DJ. Die Leute. Wer? Der DJ. Das ist die richtige Antwort, ja. Ja, bravo. Das neue Jahr. Ja. Hugo, weißt du? Das neue Jahr gibt einem Kraft. Pass auf, wir lösen heute alles. Die DJs heute arbeiten natürlich mit CDs, aber den Ausdruck gibt es immer noch heute noch, kommt aus der guten alten Plattenzeit, die Pinkelplatte, wenn der DJ mal auf Klo muss. Aha. Schöne, lange Bohlennummer zum Beispiel oder In der Garde da wieder, auch immer sehr schön. Ja. 38 Minuten. Da kann man alles wegpinkeln, was man und noch andere Sachen, ja. Ja. Ja, Fabian, es tut mir wahnsinnig leid. Für Sie fängt das neue Jahr ziemlich beschissen an. Ich sage, es gibt wahnsinnig leid, aber es gibt kein Geld. Gut, dann gehen wir nach Berlin. Da wohnt Monika Habermann, die ich jetzt recht herzlich begrüße zu Hause auf dem... Divan. Nein, Stuhl. Stuhl. Sie sitzt auf dem Stuhl heute. Ja. Monika Habermann aus Berlin möchte Folgendes wissen. Warum werden im Dresdner Residenzschloss 4 Kirschkerne in einer Vitrine ausgestellt? Oh, das ist natürlich... Vielleicht haben sie sich damit die Stadtrechte erspuckt. Wer? Die Dresdner. Mit 4 Kirschkernen? Mit 4 Kirschkernen, genau. Gab es damals nur 4 Einwohner? Nee, aber es gab einen Wettbewerb 4 von 5. Und die haben... Nee, 4 von 9 muss es sein. Nee, 4 von 8 muss es sein. Das war 1213. Ja. Gab es Dresden oder gar nicht? Das sagst du. Aber Dresden war natürlich... Dresden aus 3 Kirschbäumen. Ja. Das sind japanische Kirschen, nehme ich an. Also. Dresden ist ja eine der Städte mit den ältesten Handelsbeziehungen nach Japan. Ja. Daher auch die Schenkung eines japanischen Kirschbaumes im Jahr 1452. In welchem Jahr? 1462. In welchem Jahr? 1472. 1402. Damals. Genau. So, von dem Baum ist nicht mehr viel übrig. Also man hat auch tatsächlich geschafft, den zur Blüte zu bringen. Es sind auch Früchte entstanden, aber die Früchte sind natürlich eingetrocknet. Es handelt sich also in Wirklichkeit um die eingetrockneten Früchte. Es handelt sich in Wirklichkeit um die Kirschkerne. Ich glaube, dass diese Kirschkerne vergoldet sind und dass die Zahnersatzwaren im Gebiss eines sehr berühmten Dresdner Fürsten. Welchen denn? August der Starke. August der Starke. Ja, der Sachsen. August der Starke. Der hatte also Kirschkerne im Mund. Ja, ja. Die mussten ja früher, die hatten ja früher noch nichts. Dann haben die Kirschkerne vergoldet, dann konnte man das sehr schön in die Zahnleisten einsetzen und es sah aus wie Zähne. Und die liegen jetzt da in der Vitrine. Mhm. Nee, also man muss widersprechen, zu der Zeit machte man Gebisse mit Blei. Ah, okay. Ja, ja. Auch also, ja, man hat sie aus Distanz hineingeschossen. Auch Leute vergiftet worden. Aber das machte man eben. Aber nicht mit Kirschkern. Nein, da würde ich sagen, das ist es. Muss woanders sein. Es muss irgendwas Mythologisches sein. Irgendwas was Sagenhaftes. Ja, glaube ich, auch irgendeine Legende. Ne? Jemand hat diese Kirschkerne anstelle von etwas. Oder aber jemand hat sich verschluckt. Und, ja, ich denke gerade Blinddarmentzündung. Ja. August der Starke, über den wissen wir ja, der ist natürlich durchgestorben, aber August der Schwache. Der ist ja bekanntlich. Der ist ja bekanntlich einer Blinddarmentzündung verendet. Und die wurde ausgelöst durch diese 4 übrigens vergoldeten Kirschkerne. An wem ist der verändert, August der Schwache? An den Kirschkernen. Die sich im Darm zu einem Verschluss verklumpt haben. Ich glaube, es handelt sich dabei um ein altes sächsisches Gesellschaftsspiel. Dabei, ich weiß nicht, ob es schon mal aufgefallen ist, bei Kirschkernen befindet sich immer ein bestimmter Teil des Kirschkernes noch in einem festen Verbund mit dem Fruchtfleisch der Kirche. Kirsche. Genau. Und die Aufgabe war so, man stellte das immer hin und dann war immer die Frage Dresden oder Dresden, Dresden oder Dresden. Also ich meine, es ich tippe mal...
glaube, Herr Walder. Moment, sofort. Was? Also ich glaube, wo war das? Im Dresdner Residenzschloss in einer Vitrine. Ich glaube, dass sie damals eine große Voliere hatten, um Vögel zu halten. Es gab ja auch dieses große Gebäude in Dresden, wo Hunde gehalten wurden. Dieser Zwinger, der ist ja auch bekannt. Und in diesem Residenzschloss gab es zum Beispiel vielleicht Pfauen oder Fasane. Und die haben diese besonderen Kirschen bekommen. Und das ist noch so ein Relikt als Andenken damals. Das sind noch die Kirschkernen, die übrig geblieben sind. Sagen, hier waren damals Bobby Metzeshö, Vögelchen. Ich habe noch eine Hänsel- und Gretel-Theorie. Ah. Eine was? Hänsel- und Gretel-Theorie. Wir erinnern uns, Brotkrümel haben die im Wald hinter sich gelassen, um den Weg wieder zu finden. Das hat ja dann eher nicht geklappt, weil die Vögelchen und alle Tierchen haben das ja aufgegessen. Dann waren sie ja doch sehr verirrt. Dieser greise Fürst, der dort in diesem Residenzschloss residierte, der aß sehr gerne Kirschen, mummelte an den Kirschen und dann musste er über viele Gänge musste er in den Thronsaal und um den Weg zurückzufinden, hat er die Kirschkerne immer ausgespuckt und konnte sich an den ausgespuckten Kirschkernen orientieren für den Rückweg in seine Schlafgemächer. Könnte da was dran sein. Ich hätte vielleicht aber noch einen anderen Vorschlag. Bitte gern. Und zwar einmal, es ist aus der DDR-Zeit. Und vielleicht noch einen anderen? Ja, und zwar... dann wären die nicht im Schloss. Doch, sowas machen wir nicht ins Schloss. Also in der DDR heben wir nicht im Schloss auf. Aber also DDR, die Sachen, die werden woanders hin, die kommen hinter rote Vorhänge oder kommen in irgendwelchen normalen Transportellen. Aber im Schloss, da wird nicht Heroisches aufbewahrt, so wohl klar. Nee, also das stimmt nicht. Gut, noch andere Vorschlag? Also DDR aus. Muss davor gewesen sein, haben sie jetzt wieder. Ich glaube, es waren die letzten vier Kirschen nach einem großen Mahl. Ich glaube, dass ein großer Herrscher eine Rede gehalten hat. Und zwar wahrscheinlich auch sehr stark, als er gesagt hat, okay, jetzt werde ich König von Polen, dann muss ich katholisch werden. Und dann waren da noch vier Kirschen, also erstmal die Kirschen und dann können sie noch drüber reden. Nein, hat er gesagt, ich esse die nicht mehr und dann sind die übergeblieben. Also und dann haben sie aufgegeben und denken immer daran, ja, wir hätten nie so eine schöne Kirche bekommen, wenn er evangelisch geblieben wäre. So wird es im Bild. Da, Herr Kirschen. Voll logisch, es war das liegt am Sexismus, nämlich Liebfrauenkirche. Ne? Und also es heißt Kirche, aber die sagen halt Kirche dazu. Ich glaub, das ist es, das ist der Grund. Kirche. Der Kern der Kirche ist der Kirche. So ist es. Ich glaube, es geht noch zurück bis ins Jahr 11, 12, 1300. Ja. Raubritter haben den Schmuck der Fürstin geklaut. Sie hatte keinen Schmuck mehr. Und hat sich dann mit Kirschen, ne, haben wir ja früher als Kinder auch, uns die Ohrringe gemacht. Ah, gut. Ne? Vier Kirschkerne, weil sehr schön ist sie dann erstmal jahrelang mit Kirschschmuck rumgelaufen. Ich glaube, man kann die auch in die Ohren stecken. Ich glaube, das war die Mitgift. Ich glaube, damals gab es eine Prinzessin, die diesen Prinz oder Fürsten heiraten sollte. Und dann ging es ja um das Thema Mitgift. Und der Fürst hat da gar nichts mehr. Und dann haben die halt überlegt, was hat er denn so an Mitgift? Und dann hat er gesagt, ich habe bei uns viel Residenz und so, wir haben vier Kirschen. Ich glaub, und da haben die gedacht, es wären romanische Kirchen oder nicht. Und es waren in Wirklichkeit nur vier Kirchen. Trotzdem kam diese Heirat. Das ist der Glaube in die Sache auch. Ja, das ist so. Ich glaube, die Heirat zustande und genau deswegen ist alles passiert. Ich glaube auch an die Mitgift, die haben das gegessen und waren danach tot. Ja. Also ich werde es euch, sagen. Ich werde es euch zeigen. Einbrecher! Diese Kirschkerne sind natürlich keine gewöhnlichen Kirschkerne. Ach so. Sondern diese Kirschkerne sind Zeugnisse perfekter Miniaturschnitzkunst. Das ist ja gut. Das ist eine vergrößerte Aufnahme. Der unbekannte Künstler aus dem 17. Jahrhundert hat hier mit Lupe und Miniaturwerkzeugen ein komplettes Porträt in einen Kirschkern geschnitzt. Drei weitere dieser Kunstwerke, allesamt Geschenke an den sächsischen Kurfürsten, sind in einer Vitrine ausgestellt. Foto freundlicherweise zur Verfügung gestellt vom Grünen Gewölbe im Residenzschloss in Dresden. Vielen Dank. So kann man das machen. Ist das nicht furchtbar langweilig? Ich finde das faszinierend. Kann schon sein. Also, Monika Habermann aus Berlin, 500 Euro für Sie. Gratulation, sehr gut. Herr Walder. Ich glaube, ich habe ein neues Hobby. Ich werde Sie porträtieren und ich glaube, ich brauche nur einen alten Pfirsichkern. Da habe ich auf jeden Fall das Faltkunstwerk, habe ich schon. Ich finde das geil, weil das ein Dö zu Weihnachten bekommt. Bei mir waren es ein paar Kirschkerne. Ich habe ein iPod. Ja, Kunstwerke, 17. Jahrhundert. Kinder, so lange ist das damals. Hier.
Jetzt gehen wir nach Stockach, meine Damen und Herren. Das liegt in Baden-Württemberg. Dort wohnt Stefanie Schulz. Ganz einfache Frage mit der Bitte um eine ganz schnelle, richtige Antwort. Sehr gerne. Was ist eine Bockdecke? Eine Bockdecke. Eine Bockdecke. Ja. Also die Decke ist ja, wenn man ein Reh aus der Decke schlägt, das sagt der Jäger, sagt das. Ja. Was heißt das? Das ist die Haut. Ja. Das ist das Fell eine mit der Box. Haut. Also und ein Haut Bock ist ein Rehbock. Die Bockdecke ist also die Haut des Rehbocks. Falsch. Ja. Es gibt eine Flinte. Da gibt es einen Bock und es gibt auch einen Doppelbock mit einem Lauf oder zwei Laufen nebeneinander. Und ich glaube einfach, eine Bockdecke hat irgendwas mit Schießen zu tun. Ich bin im Tontaubensport gerade. Und dann wird es irgendwas sein an einer Flinte. Wie gesagt, der Bock und die Bockdecke könnte vielleicht hinterm Lauf irgendwas sein. Vielleicht eine Verzierung oder sowas, was man als Bockdecke bezeichnet. Also Flinte ist nicht so schön. Nicht so schön. Was, Flinte? Ein Gewehr, so Gewehr, nein. Waffe, also gar nichts davon. Waffe ist komplett falsch. Ah, gut. Ah, so. Ich habe zwei Theorien. Welche wollen Sie hören? Die zweite zuerst. Gut, Doppelbock. Wenn Sie jetzt also in der Bierbrauerei die Bockdecke ist das Höchstmaß an Alkohol, das im Bockbier vorhanden sein darf. Wenn es das übersteigt, dann handelt es sich um Doppelbock. Okay, und jetzt die erste. Decke ist die andere ist Sportgerät, der Bock. Oben die Lederabdeckung, das ist die Bockdecke. Nee, aber da ganz kurz nochmal mit dem Alkohol und mit dem Bockbier. Das muss ja gären wahrscheinlich. Ja. Und was weiß ich, Hefe, Milz, was immer man braucht. Das sammelt. Milz? Milz! Die Milz brauchst du, um es zu trinken. Damit man es gut trinken kann, brauchen wir die Milz. Und Malz passt immer noch in den Palz. Ich meinte Hopfen und Malz, Gott erhalts. Das wird sich in den Gärprozess. Hier ist ja Leber und Milz verloren. Oben ansammeln bei dem Gärungsprozess und das ist die Decke, die der Brauer abschöpft. Die zweite Theorie, da bin ich in der Psychologie. Ich würde vorschlagen, dass wir eine kleine Unterbrechung machen und dann reden wir weiter. Wir machen ein bisschen Werbung, sind gleich wieder bei. Also, bis gleich. So, also, jetzt, was? Ich würde sagen, die Bockdecke wohnt bei mir zu Hause. Moment, wer ist das? Wer ist das? Die Bockdecke wohnt bei mir zu Hause. Es gibt durchaus Tage, wo ich etwas verstimmt bin. Und überhaupt keinen Bock auf irgendwas habe. Und dann ziehe ich mir die Decke über den Kopf. Oh, herrlich. Sag doch mal mit dem Skat. Herr Hoeker ist so ruhig, das macht mich stotzen. Ja. Nein, in diesem Falle besteht keinerlei Gefahr. Ich habe nur eine Vermutung. Und die möchte ich mit einer Wahrscheinlichkeit von vielleicht 2% angeben, dass sie der Korrektheit entspricht. Ich bin beim Kartenspiel. Beim was? Beim Kartenspiel. Da gibt es ja Bockrunden. Beim Doppelkopf zum Beispiel, bei Bockrunden, wenn ein Doppelkopf durchgegangen ist oder eine reine Herzrunde durchgegangen ist, dann zählen ja ab dann die Punkte doppelt. Und vielleicht ist die Bockdecke etwas, was damit zu tun hat. Ja, da gehen die anderen an die Decke vor Wut. Aber sonst kenne ich den Begriff als alte Doppelkopfspielerin eher nicht. Beim Skat gibt es Bock und Ramsch, das zählt alles doppelt. Verlorenes Kontra oder 100er Spiel ist eine Runde Bock, ist ganz klar. Ich glaube, Bockdecke, wir sind trotzdem beim Wild, ist einfach oben der Teil am Kopf, wo irgendwann die Hörner durchstoßen. Und da spricht wahrscheinlich der Veterinär von der sogenannten Bockdecke, die irgendwann durchstoßen wird. Und das ist einfach nur ein Teil am Schädel eines. Die kleinen Hörnchen wachsen. Also die Schädeldecke wird dann als Bockdecke bezeichnet. Da oben, da, wo die Hörnchen rauswachsen. Könnte richtig sein, wenn es sich um eine andere Frage gehandelt hätte. Ach so. Übrigens, in dem Zusammenhang, ich habe zu Hause so viereckige Schachteln, die sind so lustig, ulkig, bunt bedruckt. Viereckige Schachteln. Ich kenne Leute, die haben nur eine alte Schachtel. Ja. Ich habe mehrere. So, so kleine Schachteln. Und oben der Deckel, das ist ein Boxdeckel. Das ist jetzt auch wieder die Antwort auf eine andere Frage. Ja, vielleicht ist es eine Saison, eine Zeit. Vielleicht die Zeit, wo der Bock deckt. So. Ah, ja, okay. Ah, auch schön. Ja. Aber vielleicht hast du ja nicht etwas damit zu tun, etwas aufzubocken. Ja. Was auch immer. Paletten oder Autos. Und es ist eine Decke, um etwas zu schützen, also damit es nicht kratzt. Ein wertvolles Material wird aufgebockt, um es zu reparieren. Auf den Bock legt man wiederum eine Decke, damit der Reparaturvorgang ohne Kratzen. Ich habe eine Idee. Turnen. Ja. Bocksprung. Wir waren schon beim Bocksprung. Ich habe das schon abgelehnt. Turnen? Ich habe es nicht abgelehnt. Ich war nur die Formulierung war nicht in meinem Sinne. Ich sage jetzt nochmal Bocksprung. Ist egal. Weiter? Es wird dann entweder eine Auflage auf dem Bock sein, damit man nicht wegrutscht, obwohl die sich ja mit Magnesia die Hände trocken gemacht haben. Oder könnte danach eine Form einer Matte sein, die vielleicht ein bisschen dicker oder auch dünner ist. Man spricht da von der
könnte die Bockdecke auch vor dem Bock sein. Ja, kann ich so nicht gelten lassen. Figur beim hat aber gar nichts mit Sport zu tun. Überhaupt nicht. Bevor ihr euch weiter bemüht, er ist aber auch immer nett zu mir. Das neue Jahr hört auf, wie das alte, fängt an, wie das alte aufgehört hat. Also. Gab es vielleicht einen Dr. Emanuel Bock? So! Und der hat. Für den Vorname stimmt überhaupt nicht. Professor Emanuel Bock. Und der hat eine bestimmte Decke erfunden, die selbstheilend bei offenen Wunden wirkt. Ah, vielleicht sind wir einfach bei Handwerkern. Nein, wir sind im Schlager. Also Musik. Andy Bock. Andy Bock moderiert ja diese Filme. So, und der hat ja. Die Decke, oben. Licht. Ich glaube einfach, Entschuldigung. Es gibt einfach eine besondere Art der Decke. Das ist so eine Art vielleicht Stuck, der an die Decke gemacht wird. Und da spricht man davon, das war im Mittelalter so eine sogenannte Bockdecke. Ja. Ich bin immer noch beim Weidmann. Ich meine, dass mein verstorbener Vater auch bei Zecken von Bock gesprochen hätte. Ja, das stimmt auch. Und vielleicht sind wir also im Insektenreich oder eben bei Zecken. Und eine Bockdecke könnte natürlich viele Zecken wohnen nebeneinander. Nein, oder verhindern. Also hat es was mit Insekten? So. Ja. Mit Insekten hat es nichts zu tun. Aber es hat was mit Weidmännern zu tun? In dem Falle nicht. Aber es hat was mit Zecken zu tun? Zecken. Überhaupt nicht. Das heißt, sie haben einfach nur so getan. Mein Lieblingsgesicht von 2008. Da war es wieder. Das war es wieder. Das sieht ein bisschen nach Loriot aus. Also. Ihr kommt nicht drauf. Nee, dann sag ich es doch. Bock hat was mit Stütze zu tun. Die Bockdecke ist das zwischen einer Stütze und etwas anderem. Die Bockdecke ist vielleicht das Element zwischen einer Säule und der Decke darüber. So, jetzt sag ich es euch. Wir haben heute Gäste aus Österreich da, aus Wien. Sie müssten also nicht wissen, was eine Bockdecke ist, denn in Wien gibt es Fiaker. Aha. Was legt der Kutscher über seine Beine, um sich vor Kälte, Nässe und Schmutz zu schützen, der auf dem Bock sitzt? Eine Bockdecke. Der sitzt auf dem Bock, natürlich. Stefanie Schulz, 500 Euro für Sie. Gratulation. Sehr gut. Alle Böcke haben natürlich so gut. So einfach. Auf den Kutschbock. Den Kutschbock, da hätten wir drauf kommen können. Ja, waren wir vom Weg. Da sind wir auch, wir wollten nicht drauf. Ja. Mach doch weiter, Uwe, komm. Auch im Jahre 2009, meine Damen und Herren, ist es sehr einfach, bei uns Geld zu bekommen. Wenn Sie ein paar Fragen zu Hause rumliegen haben, können Sie uns die schicken. Übrigens, wenn Sie glauben, Sie haben uns mal eine Frage geschickt und sind schon rangekommen und haben auch schon gewonnen und jetzt dürfen Sie nicht mehr, das stimmt nicht. Sie können natürlich auch dreimal gewinnen oder zehnmal, völlig egal. Schreiben Sie uns, genial daneben, 50666 Köln oder rufen Sie an 01378 1120 oder einfach eine E-Mail fragen@genialdaneben.de. Jetzt gehen wir mal nach Biberach, Baden-Württemberg. Biberach. Dort wohnt Nicola Adrian. Und Nicola Adrian möchte wissen, was sind Diätohren? Diätohren? Diätohren. Ja, das sind meine. Nein, Diätohren. Also, aber im Thema Diät habe ich sowas von die Ohren zu. Also, ich glaube, wir sollten erstmal das Thema Diät klären, was das genau ist. Diätohren. Ja, verstanden habe ich es auch. Ich verstehe es, Herr, mit meinen Politiker Ohren. Politiker bekommen auch Diäten. Auch Diäten. Das könnte ja sein, Hans-Dietrich Genscher hat ja ziemlich große Löffel. Und weil er immer über Jahrzehnte richtig Kohle als Diäten bekommt, könnte man sagen, der hat Diätohren. Ja, das ist aber vielleicht Quatsch. Das die Lohntüte für Politiker. Also, ich meine, jetzt im Kaiserreich heute wahrscheinlich nicht mehr. So ein Umschlag, der vielleicht so eine rundliche Form hat, in der der Abgeordnete seine Diät empfing am Ende der Sitzung. Beim Konditor gibt es auch Schweineohren, vielleicht sind Diätohren, zuckerarmes Gebäck, ein zuckerarmes Gebäck, Herr Balder. Bleiben Sie mal beim Anfang. Was war vielleicht. Denn der Anfang? Bei welchem Anfang? Beim Handy-Anfang? Bei vielleicht. Ohren zu beim Thema Diät? Nein. Konditorenanfang? Herr Balder, was war denn der Anfang? Politiker? Konditoren ist nicht so schön. Bäcker. Was ist mit der Brezel? Laugenbrezel? Bäcker ist auch nicht so schön. Zuckerarm war Metzger. Zuckerarm ist auch nicht so schön. Welches Wort haben Sie noch gesagt? Politiker, vielleicht. Diäten, Tüte, Lohntüte. Bei meinem letzten Satz? Jetzt gerade eben? Alter Mann? Sie fingen an mit dem Satz, beim Bäcker. Beim Konditor gibt es Schweineohren. Ah! Das heißt, beim Thema Schweine sollen wir bleiben. Das wäre nicht schlecht. Das heißt, bei dem Schwein? Ja, für den Hund. Ah, für den Hund. Ja, danke. Für wen? Für den Hund.
Es gibt Schweineohren für den Hund. Ja, ja. Das musste jetzt aber raus, ne? Das ging nach so vielen Jahren, hat man das. Die irgendwann gar nicht mehr merken, dass sie mit sich selber sprechen, in der Bahn zum Beispiel. Nee, nee, ist klar, ich fahr da gleich hin. Also angenommen, die sind für einen Hund. Was sind denn dann die Erdohren? Das sind die ohne... Dünne, das sind dünne Ohren, um den Hund dünn zu halten. Nein, das sind einfach, die sind getrocknet oder ist weniger Fett einfach dran. Die sind ziemlich ist schlank. Getrocknet. Stimmt, sie bestehen nur aus Fett. Hat ein Wertigkeitsgefühl, nimmt aber nicht zu. Aber Knorpel ist doch im Ohr. Ja, wie war das mit dem... Da ist nur Knorpel drin, wenig Fett, diese getrocknete Ohren, die Erdohren von Hund. Richtig. Mein Gott, hol sie raus, deine Erdohren. Da sind sie doch. Wir haben doch nur abgelenkt, wir wissen es doch. Hol die Ohren raus. Ja, sag ich doch. Mein Gott, sehen die schlimm aus. So. Was ist das denn? Herr Bader, ich hoffe, die sind aus Plastik. Nein. Prinz Charles, hallo. Also, das sind echte Schweineohren, die gehörten wirklich mal im Schwein, für Menschen nicht unbedingt genießbar. Entzieht man Schweineohren das Fett, trocknet sie dann mit Heißluft, sehen sie so aus. Fertig ist der Kauartikel für Hunde. In jedem gut sortierten Tiershop erhältlich, die Erdohren, weil komplett fettfrei. Das ist ein Leckerli für Hunde, die ihr Übergewicht leiden. Wir wissen es doch. Ja, schönen Dank an die Dame dort. Ja. Ich muss dazu sagen, ich habe noch mehr dabei. Herr Bader, ich möchte hier nicht mit totem Tier sitzen. Moment, es gibt nicht nur Schweineohren, es gibt auch Schweinenasen. Können Sie die bitte auch noch mal eben aufziehen, Herr Bader? Jetzt muss ich aber fairerweise sagen, ja, dass die Hilfe ihr, kam aus dem Publikum, dass ihr ohne die Dame nie im Leben drauf gekommen wärt. Ja. Deswegen bin ich sehr froh, dass ich Nicole Adrian 500 Euro geben darf. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Wir gehen nach Waldbröl, nicht weit von uns entfernt, in Nordrhein-Westfalen, im Bergischen Land liegt das. Dort wohnt Allerweiß. Und Allerweiß aus Waldbröl möchte gerne wissen, was ist eine Treppenspinne? Ich glaube, das ist etwas, was alleine eine Treppe säubern kann. Weil die Spinne assoziiere ich jetzt erstmal mit den Beinchen. Ich glaube, 8 sind es an der Zahl, ne, bei einer Spinne. So, und die kann man oben hinsetzen. Die hat an ihren Füßchen so kleine Puscheln. Die kann man oben auf die Treppenstufen ansetzen. Und dann geht die von alleine, rockety, 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 geht die Stufen runter und säubert selbstständig die Stufen. Eine Erleichterung für die Hausfrau an sich. Toll, wir glauben, die Treppenspinne. Macht die das nur runter oder auch rauf? Die kann das wahrscheinlich nur runter. Wir glauben, es ist etwas anderes. Ein Geländer, eine Geländerart bei einer Rolltreppe, sag ich schon. Wendeltreppe. Ja. Das ist eine Anordnung mit vielleicht 8 verschiedenen Streben oder so. Ach so, nicht Geländer. Muss ja das dann ich dachte, die Treppe selber. Die Treppe selber. Hier ist der Pin und die sind so spinnenmäßig. Ich habe an Geländer gedacht. Also wir haben Geländer und Treppe im Angebot, Herr Balder, suchen sich das besser aus. Wir sind im Treppenhaus. Also Wendeltreppe ist schon mal nicht schlecht. Ja, und ich glaube, dass diese Treppenspinne eben die Form ist, wenn man da drauf guckt, die so aussieht wie eine Spinne. Und dann geht das Geländer eben so in verschiedene Richtungen. Mhm. Schön. Vielleicht ist es eine Wendeltreppe, die man hochfahren kann. Ja, warum soll man denn eine Wendeltreppe hochfahren? Ja, weil die in der Wohnung stört. Wenn man aber auf den Ollern will, kann man die runterfahren. Und von oben sehen die, was ich schon sagte, die Beinchen. Wenn die so halb eingefahren ist, kann man zum Beispiel dran frühstücken. Verstehst? So, mit verschiedenen Größen. Und nach dem Frühstück fährt man das Ding hoch und dann kann man rauflaufen, um sich umzuziehen zum Beispiel. Natürlich. Ist die Treppenspinne vielleicht eine Abdeckmöglichkeit, um offene Wendeltreppen abzudecken, damit man nicht hineinstürzt in alten Burgen zum Beispiel? Dort werden Treppenspinnen über die hinab in den Keller ins Verlies gehende Wendeltreppe gesponnen. Was wird? Abdeckung, Holz. Drumherum, meinst du das? So ein Netz, was so hoch geht? Ja, oder so. Das oder könnte sein, dass man nicht abstürzt. Das könnte sein. Drumherum, um die Wendeltreppe, ist vielleicht so etwas wie so ein Netz oder Concord gemacht, drumherum, dass man nicht zu viel Kinder nicht rausfallen können. Also wäre es praktisch eine. Könnte man das als Kindersicherung verstehen? Kindersicherung. Falsch. Lasst uns mal drüber nachdenken, meine Damen und Herren. Denken Sie auch drüber nach. Wir haben ein bisschen Werbung, sind gleich wieder da. Bis gleich. Da sind wir wieder. Und wir waren
Wir waren bei der Kindersicherung von Guido Kanz. Ja. Dazu muss ich sagen, diese Antwort ist so nicht richtig. Aber Rettungsgerät, kann das sein, eine Treppe, ein Rettungsgerät für den Brandfall, dass man aus einem höheren Stockwerk heraus nach unten kommt? Es geht gar nicht ums Raufgehen, sondern man lässt so eine Art, so windhosenartig, so einen Sack nach unten, durch den man rutscht. Ist das die Treppenspinne? Man lässt einen Sack. Ich kenne jetzt nicht so viele Rettungsgeräte, die entfernt an eine Wendeltreppe erinnern, aber eins kenne ich. Das habe ich mal für die Sendung Clever ausprobiert und könnte sein, dass dieses Gerät die Treppenspinne heißt. Nein. Ist die Treppenspinne in zwei Linien? Ist sie verwandt mit den Wollmäusen, lebt nur woanders? Das ist gut. Das ist gut. Ja, genau, ist das es vielleicht eine Wendeltreppe, die an Seilen aufgehängt ist und die Seile erinnern an die Fäden eines Spinnennetzes? Ich sag's euch. Ich zeige es euch. Ich habe ein wunderschönes Bild da. Das ist eine Treppenspinne. Ein Werkzeug, mit dem die einzelnen Stufen von Wendeltreppen exakt ausgemessen werden können. So können zum Beispiel Fliesen, Holz, Teppichböden exakt zugeschnitten werden. Sieht aus wie eine kleine Spinne. Legt man dann so hin und dann kann man das genau ausschneiden. Weil die natürlich bei der Wendeltreppe die einzelnen Stufen alle immer unterschiedlich groß sind. Ja, aller Weiß aus Waldbrüll. 500 Euro für Sie. Gratulation. Sehr gut. Das ist ja wunderbar. Sehr schön. Du hast jetzt aber nicht im Internet alle Bilder runtergeladen, die du gefunden hast, oder? Da war wieder der Blick. Möchtest du aber am Ohr mal kauen, oder was? Wir gehen nach Eitlingen, meine Damen und Herren, nach Baden-Württemberg. Dort wohnt Frank Pfister. Hallo, Frank. Und Frank möchte wissen, was ist dein Fettausschlag? Oh, das ist gar nicht schön. Oh, Fettausschlag ist nicht schön. Nee. Wenn, weil wir dicken Menschen, also jetzt, ich sag mal, noch dickere Menschen als das Helly, wenn dann die Haut so Falten wirft, dann ist ja, oder wenn man diese ganz, ganz dicken Menschen auch im Fernsehen sieht, ne, wo man, und da muss man ja diese Fettschürzen hochheben, um die da überhaupt zu säubern. Und in gibt's ja auch Hunde, nicht so, die so... Kommt drauf an, welche Ohren. Und innerhalb dieser Falten, da hat man schon mal gerne auch Ausschlag. Ist wahr. Also ist es ein medizinisches Problem? Ja. Sind wir damit einverstanden? Nein. Richtig. Ich glaube, der Fettausschlag ist einfach das, was auf dem, auf der Tischdecke landet, wenn der Löffel in die Suppe fällt. Ist nicht schlecht. Richtig. Ja, wir sagen dazu Fleck, aber... Ja. Der Fachmann. Ich bin eher der Meinung, Entschuldigung, ich will auch mal. Ich könnte mir vorstellen, dass es heißt, wenn man Nahrungsmittel testet, dass sie einen gewissen Fettgehalt nicht überschreiten dürfen. Wenn das zu viel ist, das wäre dann der Fettausschlag. Ja. Also wären wir in der Nahrungsmittel- und Genussmittel. Ja, falsch. Ich habe noch eine andere. Ne? Viermal zum Entschuldigen. Das war ja nur eine Idee. Hätte ja was dran sein können. Entschuldigung. Nein, Heller. Heller, bitte. Ich wollte schon ich lasse dir das Thema Fett ganz allein. Ganz allein. Und womit mit Recht? Nein, aber ich habe schon diese hinterlistige Mimik von dem Fossil gesehen. Also, deswegen wollte ich dich... Du wolltest mich schützen. Ja, ich wollte dich schützen. Ich habe aber gerade auch noch eine Idee gehabt. Wie sprechen Sie denn über Jochen? Man sagt doch, man schlägt etwas aus, zum Beispiel eine Kiste mit Futteral. Ne? Ja. Sagt man doch so, Ausschlag. Man schlägt etwas aus. Man kann doch eine Antwort ausschlagen. Ja. Bitte? Na, ach, ja, komm mal weiter. Und ich habe gedacht, vielleicht ist Fettausschlag, wenn man etwas mit Fett einreibt, also eben, oder in einem Auto etwas aus, also wie man nicht mit Futter eine Kiste ausschlägt, sondern einfettet. Also Bäcker oder Koch, ein oder Koch schlägt oder das Automechaniker. Ich bin auch beim Metzger die ganze Zeit. Fettausschlag, ich glaube auch, dass es immer sein könnte. Ja, was denn jetzt? Metzger aus Koch oder Automechaniker? Ich würde den Metzger nehmen, Herr Balder. Metzger. Beim Metzger irgendwas ist, vielleicht um irgendwas anzubraten oder irgendwas, dass vorher irgendwann eine Form zum Beispiel ein- oder ausgefettet wird. Aber falsch, Chemie falsch. Mal grundsätzlich Chemie in der Fabrik, dass man, was weiß ich, Dispersionen trennt. Segelboot. Was ist denn mit Fechten oder sowas? Mit Fechten? Ja, Tennis, ein Fechten. Ausschlag. Es gibt ja die Fechtweltmeisterschaft der Bluter. Das ist ein wahnsinniger... Gibt es da noch eine Pointe zu? Nein. Das neue Jahr bringt nicht unbedingt neue Witze. Doch, aber ich erzähle sie nicht. Sag's mal, dein neues Jahr schon so früh zu Ende geht. So, Fettausschlag, letzte Chance, dann sage ich es euch. Ja, Fettausschlag ist echt schwierig. Ist ein Pickel? Also ich meine, die Bockdecke war ja auch eine Decke für jemanden auf dem Boxsitz. Ja, genau. Fettausschlag einfach nur ein Pickel. Also ich sag's euch. Also, vor der Verarbeitung von Leder
wird der Tierhaut erstmal das ganze Fett entzogen. Wenn das nicht hundertprozentig gelingt, kann es passieren, dass zum Beispiel so eine neue Lederjacke nach einiger Zeit hässliche weiße Flecken bekommt. Das sieht dann aus wie Schimmel. Und das kriegt man zwar weg irgendwann, wenn man die reinigen lässt, aber da spricht der Fachmann von Fettausschlag, wenn man das Leder nicht richtig reinigt vorher. Ja, Frank Pfister aus Altlingen, 500 Euro. Gratulation. Sehr gut. Letzte Frage für heute. Jürgen Reitz aus St. Augustin möchte wissen, was ist eine Hosencharte? Nicht Hasencharte, nein. Hosencharte. So schlecht spricht er ja nun nicht. Eine Hosencharte, es gibt ja Scharten in Türmen, damit man da raus schießen kann. Und eine Hosencharte ist geformt, genau wie eine Hose. Lass mal nachdenken. Und zwar so und so, ne? Also zwei Beinchen und so. Also es ist etwas in einem Turm, wo man draus schießen kann. Und zwar so eben und dann wie durch den gedachten Hosenbund das Gewehr so und da auch nochmal draus schießen kann. Also wäre es praktisch eine Schießscharte mit zwei Schüssen. Ja. Das lasse ich so gelten, richtig. Ja. Ja. Und ich denke noch, ein Kind zu lang für so einen Quatsch. Den hat der Satz jetzt. Ah, gut. Ja. Super gemacht. Ja. Perfekt erklärt. Genauso ist es in alten Burgenfestungen. Nicht nur eine Schießscharte, sondern zwei. Wie zwei Hosenbeine. Ja. Genau das ist es. Ja, ja, als sie sagt, letzte Frage, dachte ich, komm schnell zum Ende jetzt hier. Haben Sie recht. Ich weiß das, ich habe die Zeit ja noch miterlebt. Ja, ja. Jürgen, es tut mir wahnsinnig leid, es gibt kein Geld. Wir haben noch wenig Zeit, aber vielleicht eine Frage schaffen wir noch. Müsst ihr euch aber ranhalten. Also Herwart Hammerer aus Frechen, liegt hier um der Ecke. Herwart möchte wissen, was eine Pressfahne. Pressfahne? Ja, Pressfahne. Ist das einfach sehr, also wenn man so ein, also man hat was getrunken und ist in so einem Raum und traut sich nicht, das so, macht man so. Yes. Ja, aber da ist was dran. So macht man das, ich bin ja nicht Autofahrer, ich habe keine Ahnung. Aber wenn eine Blutprobe genommen wird, also dann Alkoholprobe und man macht das mit sehr viel Druck, dann ist der Alkohol nicht feststellbar. So, das könnte es sein. Stimmt das so, Guido? Sag mal, du hast ja die alle. Ich habe keinen einzigen Punkt in Flensburg. Nein? Nein. Gar nicht. Ehrlich nicht? Natürlich nicht. Wie kommen da welche übrig? Sind wir vielleicht dennoch bei der Verarbeitung von Reben? Von Wein, Rebentrauben müssen noch gepresst werden. Und die Fahne, also, sag du es. Ich bin in der Jäger. Bei der Reinigung. Reinigung, Jäger. Druckerei. Druckerei, genau. Ich bin für Druckerei. Mach Drucke weiter. Fahne ist richtig. Die Druckerei. Fahne ist meistens... Die hat man fahren. Früher also mit Druck hat es nichts zu tun. Also ich, dann bin ich in der Reinigung. Es wird gepresst, es wird gemangelt und dann gibt's natürlich, muss man das mit heißer Luft machen. Und das, was hinten rauskommt, nennt dann der Reiniger oder die Reinigerin, nennt es dann Pressfahne. Nee, das ist die heiße Luft, die hinten rauskommt. So nennen sie es, die nennen es anders. Wie nennt man denn, also ich kenne doch, du bist doch Jägersprachenspezialist. Nicht wirklich. Da gibt's doch sowas. Ich glaube, beim Hund gibt's zum Beispiel die Rute, oder? Ja. Fahne, ja, es gibt Fahne auch ein Tier, da ist das der hochgestellte Schwanz, Entschuldigung, ist die Fahne. Aber welches Tier ist das? Bei welchem Tier denn? Vielleicht nennt man den Kopf der Giraffe. Aber was soll da eine Pressfahne sein? Ja, das würde ich mir dann ausdenken. Ja, ja. Es gab doch die berühmte Kugelstoßerin damals, Tamara Press. Die gab's ja, die wirst du ja noch kennen. Ja. Die gab's ja. Ja. Hat die was damit zu tun? Vielleicht eine Art, die Stoßtechnik. Man sprach von der berühmten Pressfahne. So wie der doppelte Rittberger beim Eiskunstlauf. Genau, die damals irgendwo in Russland geübt wurde, im kalten Sibirien irgendwo. Pressfahne und 1812. Die Pressfahne unterscheidet sich erheblich im Gebrauch von der Ziehfahne, von der Schubfahne und von der Drückfahne. Jetzt möchte ich mal alle erklärt haben. Indem die Ziehfahne wird einfach hochgezogen, die Schubfahne wird hochgeschoben, die Drückfahne, da drückt man auf deinen Knopf und die Fahne macht... Und die Fahne Pressfahne... Flaggen? Das kommt darauf an. Bei Fahnen und Flaggen gibt es mehrere Unterschiede. Das eine sind nämlich zum Beispiel verschiedenartigere... Ich weiche ab. Die Pressfahne klemmt. Mein Gott, ich denke, wunder, was jetzt kommt. Das haben wir doch früher im Kindergarten gemacht. Ja. Herr Walder, wir haben doch früher im Kindergarten so Gewächse im Wald gesammelt. Ja. Und die wurden dann in ein Buch gelegt und dann wurde zusammengedruckt. Ja, das sind sogenannte Pressfahne. Das ist und das ist genau das, was Sie wissen wollen. Ja, aber nicht für die Frage jetzt, auch nicht. Das ist völlig falsch. Pressfahne? Ja.
Sind wir denn in der industriellen Herstellung von Flaggen? Nein. Wir sind bei Löschpapier. Nein. Es gibt, ja, dann lassen wir das einfach. Das Wappen von Bratislava, ja, zu Deutsch Pressburg. Das ist unter Wappenkundlern, nennt man das die Pressfahne. Eine Bratisfahne. Was ist immer bei Metzger nochmal? Es gibt nee, sind wir nicht. Presswurst. Nein. Wo sind wir denn? Wenn wir da nicht sind, wo könnte man denn noch Tierwelt sein? Tierwelt! Ah! So, Leute, der nee, Rest falsch. Macht ihr. Oh, falsch. Ja, er weiß das schon gar nicht mehr. Ah, nee, falsch. Ja. Ja, ich wenn weiß wir, es. Wenn wir da wieder Press, dann sind wir Medizin. In der Medizin. So! Sind wir richtig. Da sind wir richtig. Okay, Pressfahne. In welcher denn? Pressfahne. Lungenfacharzt, Luft rauspressen. Ja, Sie sollten mal zum Arzt gehen. Eben. Ja. Stimmt, der kann sehen, ob du... Hals-Nasen-Ohrenarzt. Was haben wir noch? Welche Ärzte gibt es denn noch? Arzt. Urologe. Tierarzt. Oh, schön. Was sind da die Pressfahnen? Ja, da kann man sich vorstellen. Immer bestimmte. Nein, das wollen wir nicht wissen. Nein. So alt bin ich jetzt noch nicht, als dass ich das wüsste. Ach so, in der Geburt. Vor. Hallo. Kinder kriegen Pressen. Da gibt es also im Kreissaal, wird es noch die Pressfahne geben, wenn die Kollegin... Entschuldigung, wenn die... Dann winkt immer einer in der Sehr schön. Gute Hebamme, genau. Ja. So werden sich da zwei Hebammen unterhalten, wenn die sagt, boah, die Mutter, die gekommen ist, die hat aber gestern Abend bös gesoffen. Zahnarzt, hat die eine Pressfahne. Zahnarzt ist richtig, und zwar Pressfahne. Sind das diese blauen kleinen Scheibchen, auf die man draufdrückt und muss dann die Zähne zusammenpressen und er sieht, ob man einen richtigen Abbiss hat, ob er was wegschleifen muss? Falsch. Ja. Ach Gott, wir können jetzt... Zahnarzt. Wie lange wollen wir das? Gesagt, ist gut. Ich bin richtig, ne? Aber Zahnarzt ist gut, ja. Gut. Zahnarzt ist gut. Also Zahnarzt... Ah, Zahntechniker. Pressfahne. Die Pressfahne. Das ist der Vordruck von einem neuen Gebiss oder von einem Zahn, wo der neue Zahn hineingepresst wird. Vielleicht ist das einfach dieses Gummiding oder sowas. Und da wird dann der Zahn hineingepresst oder das Gepresste, daraus wird er gegossen. Die Vorlage, die gepresst wird, aus der dann später der neue Zahn hergestellt wird. Das ist nicht die Pressfahne. Ist das nicht der Abdruck, dieses Ding, wo dieses ekelhafte Zeug reinkommt? Ja, und dann? Da beißt du rein. Unter Umständen, ja. Ja, wie und was machst du denn? Du hast keine eigenen Zähne, aber... Ich ist das was das der Zahntechniker bekommt, wenn du beim Zahnarzt den Abdruck machst? Also, was macht denn der Zahntechniker, wenn man den Abdruck gemacht hat? Was macht der dann? Der gießt es aus. Genau. So, was passiert dann? Dann hat er ein Ausguss. Spiegelverkehrtes Gebiss. Genau. Also, er hat dann das Organ. Nee. So, also, der gießt das aus. Was so passiert? Mit was gießt er das dann aus? Moltophil. Nee, mit Gips normalerweise. Keramik, Porzellan, mit Keramik. Gips oder sowas. Gold. Sagen wir mal, einigen wir uns auf Kunststoff. Kunststoff. Das wird gebrannt. So, Kunststoff gießt das aus. Und dann, also, gießt das rein. Und dann presst er das da zusammen. Ja. Was passiert? Er löst es hinterher raus. Ja, und vorher? Vorher wird es gebrannt, wahrscheinlich gehärtet. Was passiert? Er erzeugt Druck. Was passiert denn mit dem Kunststoff? Er wird gepresst. Und was passiert mit dem? Es wird hart. Richtig. Und was passiert dann, wenn der Kunststoff hart ist? Ich habe nicht das Gefühl, dass wir das lösen können. Gib mir die Karte, mal sehen, ob du es weißt. Also ich sag's euch jetzt, verdammt nochmal. Wir waren so nah dran. Ja, aber es reicht ja nicht. Ich mach's ja wirklich alleine. Ja, genau. Mach mal, mach du doch. Also der Kunststoff wird hart. Und natürlich, wenn er weich ist und das Ding rauskommt, dehnt er sich ja aus. Und das, was dann raushängt, was dann zum Schluss abgeschnitten wird, das hängt raus. Das hätte ich auch als nächstes gesagt. Du warst nah dran mit deinem Blauen. Wenn der Kunststoff zusammengepresst wird, wenn er hart wird, entstehen an den Rändern der Prothesen kleine Kunststoffplättchen, die einfach raushängen, die weg müssen. Weil sie ja nicht mehr stimmen. Das ist wie wenn man Kaugummi durch eine Zahnlücke holt. Ja, hallo, aber er hat ja die Prothesen, wir doch noch nicht. Natürlich. Mein Gott. So, das nennt der Zahntechniker Pressfahne. Ich hab's nicht gewusst, deswegen kriegt Herbert Habacher jetzt 500 Euro. So, Gratulation. Jawohl! Ach Gott, nee. Es war sehr schön, das war die erste Genial daneben im neuen Jahr. Ich habe einige Menschen reich beschenkt. Herr Holker hat zwei Ohren bekommen. Jochen Busse eine Nase. Ja, alles für einen Hohn. Ja. So ein bisschen wie bei Michael Jackson. Im neuen Jahr eine Nase und zwei Ohren.
Das war's. Ihnen ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut. Tschüss. Genau, und das in Weiß. Ja.